Und damit herzlich willkommen zurück zu Outland, zu der letzten oder einer der letzten Folgen. Denn schließlich heißt der Level hier das Ende aller Dinge. Au! Und wie es aussieht, ist es auch bald das Ende von mir. Weil ich so blöd bin. Na, komm her. So ist fein. Ah, guck mal. Das ist ja auch fies. So, ich habe ein bisschen die Karte angeguckt. Ich kann ja da ganz am Anfang so hochhüpfen. Ich vermute mal. Hä? Das sieht aber so aus, als könnte ich da durch. Hm. Kann ich wohl nicht. Okay. Okay, wie kriege ich dich? Ich habe da so eine Idee. Nicht genau so. Was? Warum tritt das nicht? Aha. Nix da. Ich betäube euch. Ich muss nur gucken, dass ich die richtige Farbe habe. So, ich möchte da gerne hoch. Denn oberhalb von da, wo ich hochspringen kann, ist so ein Boden, den ich einreißen kann. Und ich vermute doch stark, dass ich hier rum dahin komme. Okay, doch nicht. Dann muss ich vielleicht da komplett ausnutzen. Da habe ich aber irgendwie nicht so Lust drauf, das dann alles wieder zu machen. Andererseits ist der natürlich dann Launchpad direkt am Anfang. So gesehen müsste ich dann ja da relativ einfach wieder zurückkommen. Na, und so. Junge! Versteck dich im Boden. Übrigens auch eine Fähigkeit, die ich mir wünschen würde. Dass man sich im Boden verstecken kann. Weil es gibt so ein paar Stellen, wo man einfach wirklich nicht ausweichen kann. Da hätte ich dann gerne die Möglichkeit, mich einfach zu verkriechen. Ne? So, wo bin ich denn hier? Ja, ich bin hier schon richtig. Okay, nicht so gierig sein. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Ach so, natürlich. Damit. So klappt das nicht. Aber so klappt das. Mein Herz! Komm ich da rein? Okay, man kann da nicht rein. Naja, was soll's. Dann speichere ich hier eben mal eine Runde. Sicher auch nicht verkehrt. Und dann möchte ich gerne immer noch da hochgehen. Da kenne ich nichts. Ich will da hoch. Hey, ich bin gut. Beide getroffen. Und was haben wir hier? Hier haben wir einen solchen Schädel. Ich habe 31 von 42. Und hier gibt es aber nur einen. Oh mein Gott, ich habe nur 31 von 42. Es gibt noch 11 Stück, die ich übersehen habe. Wie kriege ich die? Da müsste ich ja wahrscheinlich komplett nochmal durchgehen. Ich schätze mal, also meine Vermutung ist, dass ich mit den neuen Fähigkeiten, die ich im Laufe des Spiels mir angeeignet habe, quasi von Anfang an nochmal alles machen müsste, um wirklich alles zu kriegen. Ist nicht ein bisschen arg fies? Man ja nur. Und dieses Spiel ist nicht fair. Wie ich ja schon zu Genüge festgestellt habe, kann ich da rein. Sieht so aus wie eine Lücke, ist aber keine. An links, bitte. Was haben wir? Na, klasse. Das ist ja mal. Das ist ja mal super, ey. Meine Güte, ist das fair, dass man da sich voll reinschleudern kann, wenn man rot ist. Komm schon, geh nach links, genau. Dann wechselst du die Farbe. Und dann hatte ich natürlich 5 Minuten Zeit, mich darauf vorzubereiten. Nein, oh mein Gott. Naja, was soll's. Ich habe ja kurz davor gespeichert. Zugesehen ist der Checkpoint da ja einigermaßen fair gesetzt. Von daher will ich mich da mal nicht allzu sehr beschweren.
Zumindest nicht mehr, als ich sonst tue. Sag mal. Na weg. So. Da sind wir auch schon wieder. Links, links, links. Hoch. Farbe wechseln. Farbe wechseln. Rechts, rechts. Yay. Okay. Wenn man weiß, was man tun muss, ist es gar nicht so schwierig. Hier irgendwo. Nein, haben wir nicht. Ich dachte da so an. Oh mein Gott, ist das gut. Ich bin so gut. Ich bin der Beste. Niemand macht mir etwas nach im Selbstzerstören. Ach, guck mal. Doch der da. Der macht mir was nach im Selbstzerstören. Ja, yeah, Timing und so, ne? Total gutes Timing. Ich wünsche mir ja bei diesen Dingern, die man nicht so richtig timen kann, dass es da zumindest die Möglichkeit gibt, das, was man gerade tut, abzubrechen und darauf zu reagieren. Weil das wäre dann zumindest eine Möglichkeit, mit dem ganzen, mit diesen dämlichen Timing-Geschichten hier umzugehen. Und wie gesagt, ich vermute ja, dass ich da irgendwie nach links kann. Ach nee, ich bin ja gar nicht da. Ich bin ja komplett abseits. Meine Güte. Voll falsch eingeschätzt. War hier nicht ein Checkpoint irgendwo? Ja, der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Was soll's? Dann mach ich einfach weiter. Wird schon schief gehen. Da links. Ne, genau, da war ich. Dann muss ich ja nach rechts. An diese Leiter. Es sei denn, hier drüben ist noch was. Nö. Gut, dann habe ich wirklich keine andere Wahl. Hoch. Rechts hoch an die Leiter. Leider kann ich hier nicht. Na? Den Strahl machen. Das wäre praktisch gewesen. Na? Ey! Gehst du weg? Haha, was für ein gutes Timing. Hey! Kann ich den nicht treffen von vorne? Oder nicht mal blockt? Gemein. Ich wette, wenn ich ein Schild hätte in diesem Spiel, dann müsste ich aktiv blocken. So, einer schon wieder. So, was haben wir gelernt? Ich kann ihn betäuben. Da kann ich ihn dreimal hauen danach. Und leider haut sich immer in Richtung seiner Vorderseite, was total unpraktisch ist. Eigentlich auch ein bisschen unrealistisch, weil er ist ja so schräg nach hinten abgeschrägt. Nach hinten geht's runter. Also rein physikalisch gesehen müsste ich dann nach hinten abfallen. Was natürlich auch praktisch wäre, weil ich dann nicht wieder in Reichweite seiner Waffe wäre. Also mit der Physik hat es das Spiel noch nicht so richtig, habe ich so das Gefühl. Ah, das geht auch. Okay. Nein! Wo bist du jetzt hin? Bist du in die Stacheln gefallen? Sieht so aus. Soll mir recht sein. Da geht's tatsächlich hoch. Habe ich richtig gesehen. Da ist ein Loch in der Decke. Beziehungsweise hoch geht's da wahrscheinlich nicht, sondern runter. Jetzt muss ich bloß aufpassen. Nee, muss ich gar nicht. Ich kann doch hier nirgends runterfallen. Hey! Ich kann hier ja nirgends runterfallen. Daher muss ich eigentlich nur aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Was ich gerade aber ziemlich gut könnte, wohl. Also sterben, ne? Siehst du mal. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Blume. Das hast du wirklich gut gemacht. Wechsel das die Farbe? Ich fürchte ja. Nein, du bist nicht. Immerhin. Ich bin aber lieber ein bisschen vorsichtig. Ich habe zwar zwei Herzen, aber ich habe halt eben auch nur zwei Herzen. So, da kann ich nicht rein. Ich fürchte, ich wollte gerade sagen, du kommst sofort auf mich zu, sobald ich da hochgehe. Okay, wo bin ich? Moment. Okay, ich muss das Tor da unten öffnen.
kann ich dann dorthin? Ganz zum Anfang wieder. Da war ja was. Ja. Natürlich, wenn ich runterrutsche, kriege ich keinen Schaden. Aber wenn es dann runterkommt auf mich, dann kriege ich Schaden. Oh Mann. Konsequent sein, müsste man. Ach, ja. Ist ja bald zu Ende. So, wir wissen alle, was das tut. Guck mal hier. Eine Multiplayer-Challenge. So wie es aussieht. Ah! Und hier ist das Loch in der Decke, das ich vorhin meinte. Wo ich runter kann, aber halt nicht hoch. Ja, das war dämlich. Gebe ich zu. Ich muss hier runter, ne? Genau. Was kriege ich hier? Oh, kriege ich was Neues? Nein, ein Guardian hier. Den ich dann genau im Level vorher einsetzen kann. Und guck mal einer an. Hier geht's tatsächlich rein. Hier gibt es Unmengen an Geld. Ich frage mich halt nur, brauche ich den überhaupt noch? Jetzt bin ich wieder. Genau, jetzt bin ich wieder am Anfang. Tatsächlich kann ich da wieder zurück. Diese Trumpets sind schon eine feine Sache. Ich frage mich halt, ob ich mit dem ganzen Geld jetzt noch was anfangen kann, ob ich mir noch irgendwas kaufen kann. Trail of Tears. Ich bin gespannt, wo ich jetzt bin. Okay, wo war ich denn letztes Mal? Ach, da kam ich hier nicht hoch, da bin ich unten durch. Genau, unterhalb. Und jetzt kann ich nach links zum Guardian Key. Na, klasse, die ganzen Gegner sind wieder da. Dabei wollte ich doch jetzt eigentlich nur dort hochgehen. Mich zu heilen. Bevor ich zum Guardian Team gehe. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Das wird man ja wohl noch tun dürfen. Um einen aktuellen aktuellen Trend aus der politischen Diskussion aufzugreifen. So, geh mal weg. Naja, was soll's? Ich hab ja eins verloren. Ich spiele mal hier lieber auf Null Risiko. Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Das heißt dann wohl nein. Häpp! Ach so, richtig. Da war ja was. Hab ich das richtig gesehen? War da gerade ein Schädel? Da war ein Schädel, oder? Ja, es gibt hier einen. Und ich habe ihn noch nicht. Guck mal einer an. Mir scheint diese Viecher, die hier so Bälle verlieren. Die gibt es hier tatsächlich an dieser Stelle. Und die haben wohl vorhin aus irgendeinem Grund nicht gespawnt, als ich zum ersten Mal hier war. Warum auch immer. Naja, komm. Ich habe eh so viel Geld. Das brauche ich jetzt nicht. Kleine, tut mir nichts. Ey. Was? Warum komme ich jetzt nicht mehr hoch? So viel zum Thema, ich heile mich mal eben vorher, ne? Das hat ja großartig geklappt. Das hat ja richtig gut geklappt. Naja, was soll's. Ich bin hier. Ich öffne das Wächtertor und ich schätze mal Boss, das ist das. Ja, wenn ich mich recht erinnere, waren die Schwestern doch der erste Gegner, der mir ganz am Anfang vorgestellt wurde. Leider keine Karte. Genau, diese Leiter, an die erinnere ich mich noch. Und was mich am oberen Ende dieser Leiter erwartet, erfahren wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen.